Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 17.12.2020. Und ja, unser DAX hat es einfach halt. Ne? Also, das ist der coolste Macker, den es gerade gibt. Und er kann hier reinknallen, was er reinknallen will. Warum? Weil das kann halt, ne? Und weil das hat, offenbar. Also, von wegen hier Lockdown und Co. Es beruhigt mich zumindest, dass mein stetiges Reden dort nicht ganz im Sand verlaufen ist. Ne? Also ich erinnere mich immer wieder auch an diese Kämpfe, die ich am Freitag schon wieder ausgefochten habe. Ne? Wir haben ein sehr langes Video auch drüber gemacht, wo ich auch insbesondere glaube ich am Sonntag eben ganz ausführlich nochmal betont habe, warum das immer so eine Tage sind, wo ich nicht gerne Analysen mache, weil alle erwarten, dass es fällt, ich mich hinstelle, es steigt, weil ich sage, Vorsicht mit den Nachrichten, es ist nicht immer so, wie es aussieht. So im Nachhinein betrachtet jetzt dann vielleicht auch wieder nachvollziehbarer, auch wenn ich beim nächsten Mal trotzdem wieder genau diese Diskussion führen werde und auch muss, weil die Leute das immer wieder vergessen, ja, und sich da nicht dran erinnern. Und wenn ein dritter Lockdown im Thema wird, werden die Leute auch sagen, Mensch, jetzt muss ja der Markt fallen, ihr werdet sehen, beobachtet es einfach, die Masse ist sehr träge und die Masse, die lässt sich, die ist eine Gewohnheitsmasse halt, ne? Die macht immer wieder das Gleiche und die macht auch immer wieder die gleichen Fehler und die machen grundsätzlich immer wieder alles verkehrt, was sie verkehrt machen. Also sehr oft zumindest. Das ist ja nicht immer so. Ja, deswegen bin ich ja froh, dass wir in unserer Spezies eher nicht zwingend immer zur Masse gehören, ja, auch viele von ihnen dann nicht mit dazugehören, sondern ein bisschen verstanden haben, worum es geht und auf was zu achten ist, um sich eben ein bisschen von der Masse abzuheben und halt darauf zu achten, was der Markt macht, um dann einfach mitzugehen. Packt man da noch ein bisschen Risikomanagement dazu, wird das Ganze dann schon langsam zu einem Schuh und kann zum Jahresende dann auch mal ein positives Ergebnis hervorbringen und nicht immer nur Einzahlung bedingt. Wir haben, also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt das Video von gestern nicht nochmal angeguckt aus Zeitmangel. Ich weiß jetzt nicht, was wir genau erzählt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gesagt haben, dass man hier oben short gehen soll. Ich kann mir vorstellen, dass ich gesagt habe, bei 480, 460, wenn er da irgendwie rumfackelt, dass er dort nochmal eine Chance hätte, sich nach unten zu stehen, weil da hier zwei gleich lange Wellen durch sind. Ne? Wenn Sie das gesehen haben, ich glaube, der hatte eine 5-Minuten-Kerze dort nach unten schieben können, da war das schon erledigt gewesen. Geschweige denn mal eine größere Stundenkerze rot oder irgendwas dergleichen dorthin zu stellen. Nichts dergleichen getan, sich direkt offenkundig gleich nach oben geschoben von Anfang an eigentlich. Und durchgestoßen, durch die 460 gestoßen, durch die 480 gestoßen. Dann hat man gesagt, das 570-600 das nächste Ziel. Es sind 570-600 geworden. Das sollte nun niemanden überrascht haben. Im Rücklauf war das uns nicht ganz so leicht gemacht. Das ist immer relativ schwierig in solchen Momenten. Das hat man auch im Premium-Dienst in den Mails dann beschrieben, haben uns da ein bisschen ausführlicher auch nochmal mit beschäftigt, wo denn da jetzt ein Rücklauf ist. Ich hatte gesagt, für mich wäre die 13.500 da eher schon fast die wichtigste, aber das ist in so einen Momenten schwierig, da zentrale Punkte zu finden, auch für die Käufer zentrale Punkte zu finden, weil der Markt halt kaum was stehen lässt, hoch so, ne, wenn er mit so viel Dynamik kommt. Aber genau das ist auch der Grund, warum er meist sehr anfällig wird, dann in Abwärtsbewegungen und oft auch sich ganz schön verschlucken kann. So, und jetzt ist der Donnerstag, glauben Sie mir mal, alle, die jetzt, also ich glaube, wir haben wirklich auf dem Niveau jetzt auch den letzten, der noch seit der Wahl drin hangt, auf Short, nicht nur an den Eiern. Die Hand ist zu halt, ne? Also da guckt noch so ein ganz kleines Reiskorn raus, aber ich glaube, hier sind jetzt ganz viele geschmissen worden. Ich glaube, das hat jetzt für ganz viele auch psychisch einfach so einen Knack gemacht halt, ne? Also das Thema Short hat sich, denke ich, für die meisten jetzt erledigt. Und das wird man merken am Markt. Das wird man merken am Markt in dem Moment, wo er dann anfängt, nach unten zu hacken, wenn die Leute aus ihren Positionen raus sind. Und dann muss man gucken, wie die drauf sind. Dann hacken die sofort wieder Short rein, weil sie doch noch nicht ganz abgeschlossen haben. Dann kriegt man den noch weiter, kriegt man den noch schön. Nicht, weil die Leute Auswirkungen auf den Markt haben. Aber die Leute reagieren immer wieder falsch und sind dafür der perfekte Indikator, um den Markt abzuleiten. Also versteht das nicht falsch, wenn ich immer sowas sage, ja, die sind zu viele Short noch, der Markt muss steigen. Der steigt nicht, weil die Short sind.
Ja, aber es ist einfach so, dass es immer wieder das Gleiche ist. Es ist immer wieder das Gleiche. Und immer wieder reagieren die Privatanleger immer wieder gleich. Und anhand dieses Verhaltens lässt sich das immer schön übereinander legen als Kontraindikation. Dass man sagt, okay, solange die noch so arbeiten, passiert auch das und das eben nicht am Markt. Und das funktioniert echt saugut. Und wer die Videos hier länger beobachtet, weiß, dass wir auch über diese charttechnische Analyse viel mehr auch immer so eine kleine Sentiment-Analyse mit beifügen und ich ihnen einfach mal so einen Eindruck gebe, einfach weil ich hier ein paar tausend Leute in meiner, ich sag mal, Reichweite habe, die mich mit spontanen Ideen überschütten. Sei das hier unten, diese ganze Short-Spam-Flut, die ich bekommen habe, von der ich euch berichtet habe, als auch jetzt eine gewisse, ich habe Short beendet, Flut halt. Na, also, hier findet ein Umdrehen statt. Die Leute sind noch nicht zu aggressiv auf Long-Seite. Das heißt, grundsätzlich spreche da auch nichts dagegen, wenn wir hier noch ein paar Punkte laufen. 13.800, 14.100, das ist nicht mehr viel halt, ne? Das sind zwei Tageskerzen, dann stehen wir schon am Allzeithoch. Das darf man jetzt noch mit im Plan haben. Aber ich denke, dass wir runter zu rotzen werden, dass wir zum Donnerstag das erste Mal auf der Unterseite mehr Action sehen, jetzt wo keiner mehr Bock hat zu shorten. Das werdet ihr merken, beobachtet das in den Foren, wenn da jemand postet Short, wie alle sich auf ihn stürzen. Alle die, die gestraft seit Monaten Short ausgesessen haben, die sich tausende Punkte lang jetzt den DAX im Minus angeguckt haben, die springt dann nach vorne und sagt, wie kannst du nur Short suchen? Beobachtet das, wenn das kommt, ist das ein super Indikator dafür, dass man sogar jetzt wieder shorten kann, weil man darf auch nicht vergessen, unser DAX hat jetzt fast wieder gut 600 Punkte am Stück abgespult, ohne großartige Rückläufe, also das war nicht mal ein 100-Punkte-Rücksetzer dabei. Da darf es etwas Schwankungen geben und Donnerstage haben so etwas im Blut, das bringen die mit. Das ist für einen Donnerstag, wie soll ich sagen, Standard-Rahmenprogramm halt so ungefähr, ne? Also ich würde was erwarten in Richtung, muss man gucken, dass ich die passenden Pfeile finde. Hier noch ein bisschen hoch, vielleicht eine 660, 680. 680 liegt, glaube ich, auch noch ein offenes Gap. Können wir mal im Tagesschart gucken. Dann eine volle Fahrt runter. Die Leute richtig, richtig überrumpeln, richtig auspeitschen, richtig weglutschen. Machen wir mal in die Richtung. Dann harter, harter Konter, durchaus bis mit Potenzial bis eigentlich sogar bis 400. Sieht scheiße aus, oder? Sieht total übertrieben aus. Machen mal 450, 460. Dann erstmal wieder kleiner Rebound. Das wäre für mich Standard Donnerstag. Kann auch andersrum kommen. Abwärtsgap direkt runter und dann wieder hoch auf 650. Ist völlig egal, können Sie spiegelverkehrt sehen, aber wäre so ein bisschen Rahmenprogramm für einen typischen Donnerstag. 460 bis 430 davon unten da im Blick haben. 400 im Maximal, mehr würde ich ihm unten erstmal nicht geben. Das müsste dann zum Freitag bringen, wenn er den Donnerstag nicht wieder hochkommt. Also eine fette rote Tageskerze zum Donnerstag stellt, können davon ausgehen, dass zum Freitag dann die 13.300 im Rebound genommen wird, beziehungsweise vielleicht 13.360 oder sowas, 13.380 in dem Bereich. Naja, 13.350. Gucken wir uns morgen an. Wir machen jetzt erstmal den Donnerstag. Chance nach oben ist da, Potenzial ist da, kann weiter steigen. Aber wie gesagt, er hat viele bereinigt. Hat er jetzt keinen Stress mehr, Mann. Kann demzufolge sein, dass da sich eine Eröffnung recht schnell auch wieder abwirken lässt. Aber so im Bereich, ich sag mal, Stundenschluss über 6,50, 6,60 wäre für mich eigentlich dann so der Trigger zum Allzeithoch. Und über dem Allzeithoch, da dürfen wir auch ehrlich miteinander umgehen, kriegen wir Kaufsignale und Short Squeeze und was da nicht alles aufeinander kommt. Also natürlich kann es sich hier ein Doppeltop bilden, ne? Der Markt kann von dort reagieren, aber haben die anderen Indizes da auch nicht gemacht. Warum soll es der DAX jetzt machen? Ich würde ihm fast eher zutrauen, dass er durchschießt. Es ist aber ein wichtiger Widerstand. Also wer zum Beispiel jetzt long reingeht, ne, wer gleich früh sagt für mich, pff, hacke da jetzt long rein. Die Leute in vorn, die sind mir alle zu short. Solange die noch shorten, kann ich hier long rausziehen ohne Ende. Wäre die 13.800 für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich, also ich würde hier im Bereich um 13.650, 13.660 würde ich long auf Einstand sichern, weil ich eben davon ausgehen würde, dass er hart kontert.
Ne? In dem Moment, wo keiner Bock drauf hat, wo es keiner sehen will, wo die Leute sich achtet da wirklich drauf. Das ist ganz markant halt, ne? In Foren, die Leute schreiben, ich gehe jetzt hier short und die Leute stürzen sich drauf, wie kannst du nur? Das ist doch so long, warum hier short und so? Das ist ganz markant, weil genau dann kippt der Markt meist. Ja, okay. Und also ich würde hier in dem Bereich auf Einstand sichern, wenn ich Long-Position hätte, würde mir das einfach mal abgucken, wie reagiert der Markt und wenn er sich stabil zeigt, hier oben schön zur Seite vielleicht schiebt und dann weiter Stück für Stück nach oben arbeitet, dann kann man hier auch noch Long mitgehen, ne? Kann man kleine, ich sag mal, kleine Rücksetzer im 5, im 15, je nachdem, mit was sie gerne traden, im Intraday-Bereich, dann auch nochmal kleine Rücksetzer, die dann wieder auftreten, auch nochmal Long probieren, bis hin zu 13.800. Das ist jetzt nicht viel. Das sind, ach, guckt mal, das sind 210 Punkte. Macht er 30 Punkte aufwärts? Ich habe sonst nicht mal 200 Punkte. Da hat er heute mehr gemacht und gestern mehr gemacht. Ist erreichbar. Punkt. Da müssen wir kein Blatt vom Mund nehmen. Ja, und ansonsten hier unten, wie gesagt, der Bereich um 460 super interessant. 480, 460, der ist super interessant für einen Rücklauf. Und das zieht sich so ein bisschen bis in die 425 rein. Die Pufferzone würde ich ihm dann geben. Auch hier, wenn man Short drin ist, dann Rücklauf aufgebaut hat oder noch Rest-Short drin hat, wäre das auf jeden Fall so ein Bereich, wo man drüber nachdenken sollte, vielleicht ein bisschen was auszudünnen, weil von hier kann der DAX grundsätzlich dann auch wieder aufdrehen und nochmal nach oben losschnauben. Das geht. Ja, es kann auch sein, dass er dann hier irgendwie sowas zur Seite springt und dann nach oben ausschnaubt über Weihnachten oder was, das hier seitwärts sich verankert. Ja, ihr dürft auch nicht vergessen, Freitag ist Verfall. Ja, übrigens toll, ne? Von wegen darf nicht unter 13.400. Deswegen mag ich das nicht, euch das mit dem Verfall zu zeigen. Das ist so vertane Mühe, einfach das ist so verschwendete Zeit. Da werden sich dann die freuen, wenn er jetzt am Donnerstag hier runtergeht, dann werden die wieder sagen, ha ja, wegen Verfall und bla. Und dabei macht er einfach nur sein Donnerstagsprogramm. Also ich bin da nicht mehr so der Kumpel von diesem Verfallzeugs. Das früher mal ganz gerne gemacht, aber wenn ich so gesehen habe, was die Leute damit verzapft haben und wie die dann getradet haben, oh, das hat es mir richtig ausgetrieben, mir das Zeug anzugucken. Ich dann immer gesehen habe, wie die Leute gehandelt haben, ne? So nach dem Motto, sie gehen jetzt hier short, weil das perfekte Abrechnungsniveau ja bei 13.000 liegt und der DAX bis Freitag noch bei 13.000 liegen muss. Also, hui, ja, halt, ne? Also so in der Art haben die Leute reagiert auf die Videos, die ich dann präsentiert habe. Und da habe ich irgendwann gesagt, oh, ich mache das nicht mehr mit diesem Verfall. Falls-Tags-Auswertung, wenn die Masse einfach nicht mit umgehen kann oder man mehr Schaden damit anrichtet, als hi man hilft. Ich glaube, da helfe ich mehr in dem Moment, wo ich sage, okay, 480, 460, vielleicht mal angucken, da drüber ist er long. Ja, so viel, was willst du da noch falsch fehlinterpretieren, falsch anwenden? Da musst du dich einfach nur dran halten halt, ne? Und mal den inneren Schweinehund überwinden und vielleicht eine Blockade im Kopf lösen, aber mehr muss man dann nicht machen halt, ne? Das ist Punkt. Okay, brauche ich nicht weiter ausführen. Ich glaube, ihr versteht das, ihr kennt das. Nächstes Ziel wäre aus Tagessicht dann bei 14.100. Wird natürlich nicht direkt gehen. Er dreht bestimmt, das macht er immer gerne so 79, 69, 13, 69, 13, 70. Da wird er abdrehen vorher, wenn es denn dazu kommt. Aber wir gucken erstmal mal Donnerstag. Das dürfte für den Donnerstag noch nicht relevant werden. Wie gesagt, typischer wäre hier in dem Bereich starkes Hin und Her. Ich habe nicht auf den Terminkalender geguckt, aber Donnerstage sind immer auch gerne Notenbanktage. Schaut da mal, da dürfte bestimmt einiges anstehen, entweder zum Abend hin oder schon gegen 14:30 Uhr, je nachdem, auf welcher Welthalbkugel die Notenbanken Zeug raushauen. Okay, insofern, wir haben erstmal noch Momentum nach oben, wir haben Potenzial nach oben. Guckt euch das genau an. Wie gehen die Bewegungen nach oben raus? Wie kommen die Kerzen? Wie standhaft bleiben die? Drücken die schön oder implodieren die? Also schiebt er schnell nach oben und prallt direkt zurück. Dann auf jeden Fall ein Zeichen, er ist erschöpft, er hat genug, er hat die ganzen Leute rausgerotzt kippt jetzt nach hinten um. Ja, also in dem Moment, wo er so nur noch so nach oben stößt und direkt wieder in sich zusammenfällt, wäre das ein Zeichen, dass nicht genug Kaufvolumen nachkommt, also nicht genug Verkäufer die Orders nachziehen und demzufolge wird er dann Stück für Stück halt sich dann in den Rückwärtsgang langsam reinbegeben und der kann ein bisschen brutzeln zum Donnerstag. Das wäre nicht unüblich. Meist auch gepaart mit irgendwelchen News oder Notenbanken nicht unüblich. Wundert euch da nicht und denkt, ihr müsst die Analyse hinterfragen, wenn jetzt eine Notenbank oder irgendeine Nachricht rauskommt. Das ist schon im Plan. Ja? Also die Nachrichten passen eher auf den Chart als andersrum. Ja? Also fügt sich dann in der Regel rein, weil wir in der Charttechnik immer davon ausgehen, dass die Leute,
die sich auch bei einer Notenbank-Sitzung hinstellen und das verkünden, dass sie das vorher halt schon ihren ganzen Kumpels und Freunden gesagt hat, auch wenn es nicht erlaubt ist, macht es trotzdem jeder. Und Punkt, fertig, so läuft's, so ist es, Insiderhandel, das ist gang und gäbe, der bildet Muster, Strukturen im Chart, die kann man erkennen, die kann man für sich nutzen und deswegen sollte da nichts unvorbereitet kommen. Okay, ja, dann haben wir das durch. Im Tageschart wollte ich euch noch die 14.100 kurz ein bisschen erklären. Wir hatten ja hier einen Long Trigger drin, der ist ja aktiv nur. 13.800 ist Ziel 1, 14.100 Ziel 2. Sehen wir dann hier, ja, 14.100 seht ihr auch hier, das ist hier so eine Kante aus den Tiefs und eine Kante aus den Hochs. Wenn wir hier Overnight mit reinnehmen, müsste man die Linie ein bisschen runterziehen, dann kreuzt sie sich genau auf 14.100. Halt die Linie mit Overnight ist jetzt anders hier auf den Hochs und kommt dann auch ungefähr, warte mal, was erzähle ich euch? Irgend, ich weiß es nicht mehr, sorry. Eine von den drei Hochs im Overnight-Handel, also im richtigen Future-Handel. Ne? Wenn ich dort die Trendlinie über die Hochs ziehe, knallt die auch hier drauf und dadurch habe ich hier ein schönes Kreuz auf der 14.100 und deswegen wäre das für mich ein attraktives Ziel. Dann hätte auch die Welle hier ein zweites schönes Pendant. Und krass halt, dass er keinen Rücksetzer gebracht hat. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er kommt weiter zurück. Hätte auch gedacht, er schlägt hier mal auf dem Trend, aber scheint ihm scheißegal zu sein. Wir haben auch hier, wenn ihr mal hier eine Trendlinie noch zieht, das haben wir überlaufen halt. Da hatte ich noch gedacht, na, das könnte interessant werden zum Abend hin. Ja, wo ihr seht, der ist eigentlich drüber halt. Ne? Der hat drüber geschlossen. Dann müsste jetzt eine direkt rote Kerze nach unten zünden. Dann könnte man sagen, okay, das ist hier noch ein Seit, also das ist hier noch, das ist noch nicht zu Ende. Da kommt dann noch mal eine Abwärtswelle, die würde dann Ziel haben 12.900. Na, also so eine Art weitendes Dreieck, was sich dann hier oben bilden könnte. Und von dort könnte es dann sogar noch mal hochgehen. Also das wäre ziemlich creepy. Wäre für mich jetzt aber eher untergeordnete Wahrscheinlichkeit. Wir gucken mal auf zwei. Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht so viel rumfuchteln. Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir hier eine 14.100 haben. Wenn der Markt fällt, sehen wir das auch. Die 13.800 ist wichtig. Das können wir uns aus dem Tageschart mitnehmen. Den Rest stellen wir erstmal zurück, weil wir hier auf der Ebene eigentlich super zurechtkommen, alles hier für uns haben. Und wenn er wegraucht, wenn er sich runterschiebt, ja, dann gucken wir uns den hier an. Das wird schöne Hochdrehzone. Und wenn die bricht, wissen wir auch, was Sache ist. Halt, dann geht es zur 13.300. Dann setzt er hier oben auf. Pff, Punkt. Ja, brauchst du einen Tagesschart gar nicht zu. Okay, dann mache ich hier zu. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Hui, habe ich so viel erzählt? Was habe ich denn alles erzählt? Naja, gut. Wird schon was Wichtiges dabei gewesen sein. Ich hoffe, euch hilft's. Und bleibt mir vernünftig. Handelt ordentlich, dann kommt auch am Jahresende was bei rum. Nicht so viel Quatsch machen, nicht sich so selber im Weg stehen und nicht von einem Extrem zum anderen springen halt, ne? Also nicht wer gestern hier versucht mal neutral einfach zu bleiben. Ich kann jeden Tag neutral rangehen, kann mich dann jeden Tag entscheiden, ob ich Long oder Short handle. Aber das von wegen, der Markt fällt auf, weiß nicht, auf nur 8.000 und dann wäre ich ausgestopft und bin plötzlich der Meinung, der Markt steigt auf 15.900. Das ist auch nicht gesund, Freunde. Ja, also versucht einfach neutral immer ranzugehen. Das hilft mir zumindest das ganz gut. Ich mache jetzt hier aus. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir hören uns ja dann morgen nochmal und schauen wir mal, ob ihr hier in Donnerstag gut Punkte geschrotet kriegt. Ich drücke euch die Daumen. Wir hören uns. Bis dann. Tschö.